Ich will nicht. Da ist schlafen. Ja, ja. Ich hab schlecht geschlafen. Ja. Da war ein Waschbär. Du bist ein Waschbär. Nee, da hat es die ganze Zeit geraschelt, als wenn die Kinder mit dem Zelt spielen. Aber da war nichts. Und Mucksmäuschen still. Ich habe alle Fenster aufgemacht, rausgeguckt. Das muss ein Waschbär gewesen sein, der da hinten durch die Outdoor-Küche gezappelt ist. Mhm. Da, dein Job ruft. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Dass der Waschbär war. Ach, du bist ein Waschbär. Wenn du deine Krämpfe kriegst und zuckst, dann wackelt das hier heute alles. Na, sie stützen bestimmt nicht raus. Ich hab die Stützen wohl raus. Und dann kommen ja Waschbär war irgendwie ein Hund, der hier frei rumlief, so ein kleiner. Ja, aber vom Geräusch habe ich das doch schon mal richtig in der Größe identifiziert. Ja, das ist aber kein Waschbär. Ein Hund, der hier frei rumlief? Ja. Ein kleiner, strubbeliger Brauner. War doch ein Waschbär. Auf jeden Fall, ich weiß nicht. Der macht nicht Wuff. Nee, das ist richtig. Es sei denn, der hat Sprachschule gehabt. Der war eine Logopädie. Du hast auch Logopädie. Ja, ich habe die Logopädie. Ich sehe ja gar nicht, wer da mit mir spricht. Ja, die Stimme kennst du ja wohl. Moin. Ja, heute geht's weiter. Wir müssen noch vom Stellplatz zwei kleine Sachen drehen. Einen haben wir vergessen, bei dem anderen war die Akku leer. Dann fahren wir zum Lidl nochmal. Wir gestern keinen Bock hatten, noch das Wasser im Fahrrad mitzuschleppen. Und dann geht's weiter Richtung Milno oder Dalovo. Wir wissen es noch. Ich weiß es noch nicht. Das klären wir gleich. Okay. Ach so. Ich lege mich noch mal eine Runde hin. In der Zeit, wo ich mein Nickerchen mache, könnt ihr uns ein Abo dalassen, ein Like oder vielleicht auch einen schönen Kommentar schreiben oder einen nicht so schönen, wenn euch das nicht gefällt, was sie euch zeigen. Mir egal. Ich antworte auf alle Kommentare. So, Hauptsache, sie sind ehrlich. Ansonsten, ich mache noch ein Nickerchen. Na gut, schon fertig mit Duschen? Ja. Ich habe mich beeilt, nachdem ich mit dem Abzieher durch die Dusche gezogen habe und eine andere Frau, die hier zu Gast ist, gefragt hat, ob sie auf Toilette gehen kann oder ob ich mit dem Putzen schon fertig wäre. Habe ich gemacht, dass ich wegkam, bevor ich nachher noch wirklich putzen muss. Auf dem Weg nach Dalovo habe ich Alfred mal eben einkaufen geschickt. Nachdem ich gestern das Sortiment bei unserem bekannten Discounter mal inspiziert habe, geht er jetzt mal gucken. Wir lassen generell auf unseren Reisen, wenn wir vor Geschäften halten, das Wohnmobil nie alleine. Wir gehen da nie zusammen einkaufen. Ich weiß nicht, wie ihr es handhabt, aber wir fühlen uns damit sicherer. Wie macht ihr das? Schreibt es mir doch mal in den Kommentaren. Ich wollte euch noch kurz unser Fazit zu dem gestrigen Tag geben. Die Radtour nach Kolberg war wunderschön. Es war eine wirklich mega tolle Strecke. Was die hier können in Polen an der Küste, ist definitiv Fahrradweg. Auch gut ausgeschildert, mit Wegweiser, mit Schildern und ähnlich auch in Richtung Knotenpunkte. Kolberg hatte ich ja gesagt oder gedacht, wir hätten mehr historische Bauwerke, aber wie ich von unserem Betreiber gehört habe, ist Kolberg im Zweiten Weltkrieg, ich hatte mich da vorher nicht informiert, komplett zerstört worden. Von daher gibt es keine alte Bausubstanz. Ja, es war ziemlich viel Trubeljubel, Remi-Demi, inklusive Polenmarkt. Wir haben ja dann doch noch einen Teil Altstadt, das Rathaus und Innenstadt gefunden. Das war auch recht ansprechend, aber insgesamt war es nachher, als wir zurückfuhren, auch auf der Promenade sehr, sehr voll und wir waren froh, als wir wieder auf dem ruhigen Campingplatz Meridan waren. Der Betreiber von dem Platz in Meridan ist ein Deutscher, der seit 25 Jahren in Polen lebt, sagte mir, sobald du hier über diese Hauptstraße hinter mir gefahren bist, ab da hat man das Polen, wie man es sich vorstellt.
ländlich, ursprünglich, alte Häuser, diese ja, gewachsenen Bauernhöfe und auch mal ein altes Gutshaus und so weiter. Die Küste ist komplett dem Tourismus verschrieben, weil ungefähr gefühlt ganz Polen laut seiner Aussage Urlaub an der Ostsee macht. Hier wurde zinsfrei Darlehen gegeben in den letzten Jahren oder in der Vergangenheit besser gesagt. Und es wurde sehr viel auch von skandinavischen Bauunternehmen und Firmen und Hotelketten hier investiert, sodass diese großen Burgen entstanden sind. Das ist jetzt etwas rückläufig, da auch in Polen die Darlehen Zinsen kosten. Und von daher wird sich das Bild an der Küste nicht mehr stärker verändern. Aber hier und da sind ja noch Projekte, die an einem Bauzaun angekündigt sind und starten. Wir fahren jetzt weiter Richtung Rügenwalde in Polnisch-Dalowo und sind mal gespannt, wo wir landen. Ich habe mal 2-3 Campingplätze mir ausgeguckt und mal sehen, welcher uns am besten zusagt. Also da ist von im Feld, in der Stadt bis mitten im Wald am Strand alles drin. Wir schauen sie uns an und dann sehen wir, wo wir heute Nacht schlafen werden. Wir nehmen euch wieder mit auf unsere Fahrt dorthin. Wobei, das kann auch Stunden dauern, bis Alfred aus dem Lidl kommt. Der braucht da immer genauso lange für wie fürs Duschen. Never ending story. Zu den Autofahrern hier entspannt. Die Autos fast alle in einem Top-Zustand, ne? Der neuer als älter. Und wilde Überholmanöver, Hupen und so, alles nicht beobachtet. Wirklich zivil, entspannt und sehr rücksichtsvoll. Fast alles rechts vor links, auch auf den Hauptstraßen. Guck mal, da ist so Stellplatz. Let's go. Nee, kannst du kaufen. Das ist der erste Wohnmobil- und Wohnwagenhändler, den wir hier sehen. So sieht es auf der anderen Seite aus. Und von daher schreckt das Fahren hier absolut nicht ab. Also braucht ihr keinerlei Bedenken haben, dass das vom Fahren her schlecht ist. Tankstellenversorgung auch sehr gut. Einkaufsmöglichkeiten top. Die ganze Infrastruktur ist ja hier top. Die ist super. Du hast auch medizinische Versorgung, Autowerkstätten eigentlich relativ dicht. Also von daher im Vergleich zu Dänemark. Da war es schon etwas schwieriger. Da musstest du schon gucken, dass du innerhalb von 50 Kilometern wusstest, wo die nächste Tankstelle ist. Ne? Wir hatten einmal 50 Kilometer bis zur nächsten. Also ja, das hast du hier definitiv nicht. Klar, wir sind hier oben im Küstenstreifen und nicht im Landesinneren. Ich kann immer nur hier für die Küstenregion sprechen. Das nicht gefällt, dann fahren wir vielleicht noch ein Stück weiter.
ist der andere Stellplatz da am Fluss. Plan ist nicht aufgegangen, der hat zu. Das war ein Satz mit X. War wohl nix. Nee, galt wohl als Geheimtipp. Aber Camping 243, da sind die Bänke umgeklappt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist nichts mehr, alles zu. Der sollte eigentlich erst nächste Woche schließen, aber so wie es aussieht, naja, steht auch nirgendwo mehr einer. Ne, da steht keiner mehr. Der Kollege pausiert hier schon, hat Tische und Stühle draußen. Das ist sowieso mit dem. Da ist aber noch ein Wohnwagen drauf, aber das sieht ja schlimm aus. Stunden später, meine Frau ist wieder da. Hab mir den Frust von den Füßen gelaufen. Musste mich erst mit dem Platz hier anfreunden. Der Strand ist schön breit, schön sauber. Näher wie Sibirien kommen, habe ich das Gefühl. Obwohl, das ist noch ein Stück des Wassers hier extrem kälter. Hier sind einiges an Quallen, ganz glatt, kaum Seegang. Ist jetzt nicht, dass hier so viele Bäume sind. Da hinten kommen ein paar mehr, aber da ist Sperrgebiet, das Militär. Aber das Örtchen, das ist, erinnert mich ein bisschen an Boltenhagen. Du hast am Wasser vorbei einen großen Holzsteg, den du laufen kannst, also oben in den Dünen. Du kannst einmal einen Waldweg dahinter, eine kleine Seitenstraße komplett laufen und parallel geht dann die Promenade. Nette Lokale und hier gibt es auch meine Piroggen, die wir vielleicht heute mal probieren. Und dann müssen wir einfach mal gucken. Wir fahren jetzt gleich mal zum Hafen. Hier musst du auf der Mole auch nicht bezahlen. Wirft natürlich meinen ganzen Plan auseinander. Durcheinander. Eigentlich wollten wir heute noch wieder zurück mit dem Radfahren bis, wie hieß das nochmal, Baski? Ja, Dabri. Bis Dabri mit dem Rad zurückfahren. Was wir im Hinterland gesehen haben, das war ja richtig schön. Da hatten auch die Leute ihre Früchte aus dem Garten wieder so zum Verkaufen an den Straßenrand stehen, Hofläden. Also hast du ja hier vorne gar nicht. Aber der Campingplatz hier. Wir haben ja mal einen Platz erlebt in Frankreich, mitten in den Vogesen. Da war nichts auf dem Berg, außer dieser Campingplatz gefühlt. 4 und 6 Kilometer bis zum nächsten Lebenszeichen. Da haben wir gedacht, oh Gott, wenn das gut geht. Das war ein Top-Platz. Da war auch alles da. Aber hier, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich noch nicht. Die Variante, werden das heute Abend alles Zombies oder kommen die Grizzlies aus dem Wald und die beschützen uns? Das weiß ich noch nicht. Wir dürfen hier auch eigentlich nicht filmen. So viel hat sie mich verstanden. Aber, huch, die Kamera war an. Ne, Alfred? Ja, die geht ja immer von selber an. Wir werden versuchen, ein kleines Video dazu zu machen, weil das war mal wohl ein schöner Platz. Der gehört zu einer Organisation, die heißt Rosa Viatrov. Ich weiß, bin noch gerade nicht ganz sicher, ob das sowas wie die Mini-Arg, nicht Arg, AWO hier ist, irgendwie sowas. Weil da gibt es auch Apartments und drüben sind Ferienhäuser, andere Apartments. Es gibt ganz alte, die noch stehen und ganz alte Ferienhäuser, die nicht mehr genutzt werden. Die sind kleiner als mein Gartenhaus zu Hause. Also das zeigen wir euch mal alles. Und ich mache mich auch bis dahin schlau und halte euch auf dem Laufenden, ob der Platz ein Geheimtipp ist oder man vielleicht eher sich was anderes sucht. Wobei, das andere hatte ja zu. Der sah auch jetzt nicht, sah der besser aus? Ja, vielleicht. Das bisschen, was man sehen konnte, vielleicht, aber den Rest konnten wir ja nicht sehen. Also zumindest die Chemietoilettenentleerung ist hier im Dixie. Das hat man noch nicht. Allein deshalb werde ich mal gucken, ob wir hier ein Video machen. Aber der Platzwart wohnt hier vorne an der Rezeption, war eben aus Versehen im Wohnzimmer gelandet. Und da geht es in diesen Ruhegarten rein. Der ist
echt nett. Das gehört auch zu diesem rosa Biertopf, wo der Campingplatz zugehört. Das sind die neuen Ferienhäuser. Wieder ganz anderes Licht als eben. Also jetzt blendet es auch. Ich hatte eben auch die Sonnenbrille an, aber die See ist ja jetzt spiegelglatt. Eben war ein minimaler Seegang. Fuhr aber auch das ein oder andere Boot und Jetski hier. Hast natürlich dadurch auch einen verstärkten Wellengang. Aber leerer geworden ist es seit eben nicht. Und war mir jetzt gut. Ja, 3 Stunden später, seitdem ich hier vorbeigelaufen bin. Bin ja bis zur Mole gelaufen. Auf jeden Fall, wenn ihr hier mit einem Rollstuhl hochkommen wollt oder auch mit dem Fahrrad, bis hier kommt ihr damit, aber weiter nicht. Aber schön ist auch, dass eben vorne die Bretter liegen, dass du eben bis in den Sand kommst und das barrierefrei. Wie die meisten Läden, die saisonbedingt hier sind, haben jetzt 50%. Kriegst du alles nachgeschmissen. Eben, die haben die Kuscheltiere für 2 Euro rausgeworfen, die sie sonst da hängen haben. Sind das Rohre oder sind die zum Halten? Guck mal, was da eine Konstruktion ist. Die sind zum Abstützen. Hä? Die sind nur zum Abstützen. Ja, aber guck mal, was da noch im Boden schon war. Hat ja, ja auch mal was gestanden. Und wann mal? Bauen ja irgendeinen alten Kurhaus oder so nach. Schickes Restaurant. Das ist für Hunde. Das ist für Kinder. Das ist für der Wauwi. Setz mal rein. Da? Du kannst mich mal, ich setz mich hier rein. Und selbst das wäre mir im Moment zu warm. Das gehört zum Restaurant aber auch, glaube ich. Das ist nämlich noch einer.
Alfred kommt auf die Rentnerbank. Damit wir, junge Hüpfer, uns das hier mal genauer angucken können. Das passt? Vom Alter her sind die alle in deinem Alter, die hier sitzen. Schöne Musik. Nette Frauen, die Wasser tragen. Alles da. Haben wir auch wieder die Verkaufsbütchen. Aber eine richtig nette Stimmung. Zuckerwatte gibt es hier auch überall. Das Hotel Apollo. Ich verliere die schon unterwegs. Wir sind schon ein paar gefallen. Mmh, lecker, lecker. Die sind heiß. Und ich habe auch schon ein paar verloren, aber nur von meinen. Also von daher. Lecker, lecker. Da ist kein Salz drauf. Diese werden ohne Salz gemacht. Ich bin mit dem Tag wieder versöhnt. Wir sind wieder Freunde. Ich wäre eben echt am liebsten hier, wenn der Stecker nicht in dem verschlossenen Stromkasten gewesen wäre. Da wäre ich wieder noch weitergefahren, ne? Jetzt haben wir aber noch festgestellt, im Hafen kannst du ja stehen. Ab dem 1.9. ist das Übernachten erlaubt und kostet auch nachts keine Gebühr. Ein Stück weiter hinter der Hüpfburganlage, die jetzt abgebaut ist, kann der Parkplatz von Campern mitgenutzt werden, wo jetzt keine Hüpfburg ist, auch natürlich kaum Auto stehen, außer ein paar Badegäste, weil man da an den Strand kommt. Hast von da oben auch tollen Blick aufs Meer, aber da ist keine Fähr- und Entsorgung, so viel ich weiß. Wären wir bis zum Camping Fly gefahren, ich höre Stimmen. Die telefonieren wieder mit Lautsprecher. Das wäre zu weit gewesen, zumal mein Rad jetzt das I, das wir ausgetrickst haben, gesagt hat, Rache. Ich gehe jetzt einfach aus. Und zwar dann, wenn es am unbequemsten für dich ist. Also ich bin stellenweise jetzt ohne I und mit. Aber ich bin cleverer als das Rad. Ja, aber du da überlistet. Da wühlt er am Straßenrand im Müll, zerrupften, weggeworfenen Joghurtbecher, klemmt das mir auf die Dioden, oder wie heißen die Dinger? Nee, Anschlüsse. Auf die Anschlüsse vom Geber, also von dem Steuergerät, und das Scheißding tut es wieder. Ist zwar ein paar Mal an- und ausgegangen, aber irgendwann hat es funktioniert. Und die geilsten Pommes gegessen, die ich wirklich je gegessen habe. Ich esse selten Pommes, weil ich die nicht mag. Die waren kein bisschen fettig und das bei dem Sonnenuntergang. Also der Ort, wir sind ja jetzt in dem Ortsteil von Dalovo. Wir waren ja noch nicht im Zentrum, aber hier vorne geht, und die ist gar nicht in Google Maps eingetragen, eine Fußgängerbrücke rüber, sodass du dann ganz galant einfach geradeaus ins Zentrum kommst. Und das machen wir morgen mit euch. Jetzt gucken wir mal, dass wir den Tag ausklingen lassen. Besser schlafen als die letzte Nacht, weil dein struppiger Hund hat nämlich der junge Vater neben uns auch gesehen, den Kindern erklärt, dass nachts ein Dachs da war, weil der uns gegenüberstand, seinen ganzen Müll inklusive der Joghurtbecher. Nein, es war kein Dachs, es war ein Hund. Okay, aber jedenfalls hat der Hund in der Papiermülltüte des Nachbarns gewühlt. Ja.
und hat dann die Joghurtbecher leer geleckt und durch die Gegend geräumt und geschoben. Und das war die ganze Zeit so. So. Und ich habe ihn ja gesehen. Ja, und ich hatte das Fenster offen. Also nur ein Splitzchen, aber. Ja, aber ich habe ihn gesehen. Du hast ihn nur gehört. Ja, ich lag ja wach. Ich habe danach mich auf die Lauer gelegt. Ja, und? Hast du ihn erwischt? Siehst du? Ich lege mich schnell auf die Lauer und sehe ihn. Ich hatte ja keine Brille an. Ja, das ist ein Argument. Du bist ja dann blind wie ein Maulwurf. Genau. Also haben wir schon mal einen Plan für morgen. Ich bin ganz ehrlich, du kannst hier eigentlich einen Tag auch verbringen, ohne dass du wegfährst, indem du einfach nur zum Strand gehst und die Promenade raus, runter, spazieren gehst. Hinten kann man wunderschön noch durch den Park gehen. Sollte es vielleicht einen Tag Verlängerung auf dem Gruselcamping geben? Nur zum Stehen tut's der ja. Aber hier ist die geilste Entsorgung, die ich je gesehen habe. Also wir haben ja wirklich die Kuriositäten der Entsorgungen jetzt gesammelt, inklusive der in Holland. Wir versuchen sie euch zu zeigen. Wie gesagt, sie möchte nicht unbedingt, dass wir filmen, aber sie hat auch nicht verstanden, ob ich sie oder den Platz filmen will, glaube ich. Ich meine, sie will ich jetzt gerne filmen. Wir versuchen da mal was hinzukriegen, aber die sitzt noch vor der Tür und ihr Mann auch. Und dann haben die noch drei fleißige Geister, die hier rumlaufen und die erkennst du nicht, wenn die ihre blauen Kittel ausziehen. Mal gucken, vielleicht gibt es ein 6 Uhr Stellplatz-Video oder nur von einem von uns, dass wir uns abwechseln, ohne dass ich da vorne diesmal euch alles zeige, sondern wir hinter der Kamera das erzählen. Müssen wir mal gucken. Ich habe auch schon überlegt, ob wir den Batteriegriff und den Receiver abmachen oder mit dem Handy filmen. Irgendwie funktioniert das. An der Stelle wünsche ich euch angenehme Träume, weil wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao. Ciao. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hab geschlafen wie ein Toter. Ich weiß gar nicht, wann ich ins Bett gegangen bin. 10 Uhr? Ja, um den Ich hab dann auch irgendeinen Film angemacht, aber ich weiß noch nicht mal welchen. Da ist auf jeden Fall irgendwas gelaufen. Ob ich den angemacht habe, weiß ich noch nicht mal. Ich glaube nicht. Oder doch? Eigentlich wollte ich ihn ausmachen. Jetzt hörst du die Straße wieder, aber heute Nacht ist da nichts gefahren mehr. Ne? So, na, ich war 2-3 Mal wach. Aber ja, bis 11 Uhr hast du was gehört. Mhm. Danach war die Party mal zu, fuhr kein Auto mehr. Und wir stehen ja hier wieder auf dem Campingplatz auf der polnischen Seite. Die Deutschen stehen alle da hinten in der Ecke bzw. vorne unter den großen Bäumen. Und da, ich muss immer wieder sagen, die grüßen euch nicht, weil das hier nicht üblich ist. Man grüßt nur Leute, die man kennt. Und wenn du die grüße, die irritieren und denken, wo kenne ich den denn? Aber wenn du was hast wie drüben, die haben so einen süßen Hund. Bin ich rübergegangen, habe ein Herzchen gezeigt und auf den Hund gezeigt. Ab da war das Gespräch da. Und dann sprechen viele auch Deutsch, mehr die Jüngeren fließend Englisch, die Alten Deutsch. Und dann könnt ihr euch unterhalten und die sind hilfsbereit. Das geht ohne viele Worte. Da steht einer und packt auf einmal an. Also wirklich genauso zuvorkommend wie in Frankreich. Nur mit weniger Worten halt. Ja. Ich mache jetzt auch weniger Worte. Ja, mit vollem Munde spricht man ja. Genau. Bis gleich. Platz drin gewesen. Die werden nicht mehr genutzt. Die neuen stehen ja davor. Aber so hat man hier früher Urlaub gemacht. You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain, and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins. Finde ich aber jetzt hier wirklich angenehm von dem Boulevard her, ne? Von der Promenade.
nicht so wie die anderen. Dass er breiter ist, ne? Ja, bis er vorne zu Ende kommt, die Brücke. Hm? Dadurch, dass er breiter ist. Ja. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come, and say by chance, don't you want a man who fully understands a sailor's heart, a sailor's heart. You're a born survivor, and you'll never find yourself in love. You're wise enough. I got troubles, I got sins, I'm my worst enemy. Bin ich hellauf begeistert, ja, wer sich nicht genug bewegt hat. Bitte? Hier sind genug drin, die Geräte. Ja, die hast du wirklich in dem kleinsten Ort, findest du diese Trimm-Dich-Geräte, ich finde das so genial. Ich sag mal, wenn du dich mit zwei, drei Mann zusammentust und machst hier deinen Zirkel, irgendwann wirst du ja auch wetterresistenter. Alles da, was man braucht. Auch hier vom Fahrradweg, top. Infrastruktur immer wieder mega. Fällt mir noch ein, Dahlowo hieß ja früher Rügenwalde. Und wisst ihr, was hier geboren wurde, was hier entstand? Die Rügenwälder Teewurst. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come, and say by chance, don't you want a man who fully understands, who fully understands? So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come? Aktuell Messe. Da kann ich jetzt leider doch nicht filmen. Ich habe die Tür nur 20 cm aufgemacht und ich hatte gefühlt 200 Blicke auf mir. Das geht nicht. Die ist rappelsvoll. Aber eben der Mädchenchor war schön. Hier war früher mal ein Friedhof und man hat den einen oder anderen Grabstein, der Baumstamm ist ein Grabstein, hier wieder aufgestellt. My backpack and I was out the door, wishing I
Da ist sie, die Eisfee. Zwei große Sorten. 1, 13 Slotty. Ja, lass es schmecken. So, ich nehme euch mit an den Strand. Hier bei uns in Dalovo. Auf der linken Seite vom Hafen. Also nicht da, wo das, na wie heißt es, nicht Kultur, das andere Viertel ist, das Kurviertel. Aber du siehst wirklich viele Gehbeeinträchtigte, viele blinde Menschen, die hier eine schöne Zeit genießen und mit ihren Liebsten das verbringen. Und ich habe noch nie so viele 80-jährige Fitte gesehen wie hier in Polen. Wir waren gestern an einem Bodybuilding-Parcours, also eigentlich haben die da nur Klimmzüge und ich weiß nicht, die haben Kunststücke gemacht. Mein Urgroßvater hatte ja als Jugendlicher im Zirkus gearbeitet, sein Urgroßvater hatte einen, der hatte da auch solche Salto und so ein Zeug hingelegt. Alle Achtung, das konnten die mit 80 auch noch. Ich kann euch nicht genau sagen, was passiert ist, aber das ist die Seenotrettung. Hinten auch noch in einem Jetski. Zwei reden mit der Dame. Ob irgendein Tier gesichtet wurde, ein Hund nicht mehr zu finden ist. Also die drehen, seitdem ich hier aufs Ufer zugegangen bin, ihre Runden. Hab zuerst gedacht, der macht ein bisschen Show. Aber der Anlass scheint wohl ein ernsterer zu sein. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Mensch zu Schaden gekommen ist, aber ich kann es auch nicht beschwören, weil die Dame noch im Wasser steht. Keine Ahnung. Ich schalte mal um aufs Handy, da kann ich besser zoomen. Tierisch abgekühlt. Das Rätsel ist gelöst. Papa wollte seiner Tochter nur mal Hallo sagen und hat im Dienst mal eben angehalten, wo die Tochter am Strand war mit Mama. Das war nur ein Familientreffen. Zum Glück also nichts passiert. Aber das Wasser ist so kalt. Ich bin ja in Piskuvu schwimmen gewesen. Wir haben hier auch jetzt vermehrt Quallen. Oh, wo haben wir sie denn? Ich hatte gerade noch eine. Und das ist, finde ich, auch schlimm, wie die Möwen halt den Müll, den man an den Strand wirft, versuchen zu fressen. Ich weiß nicht, was sie da hat. Sieht aus wie ein Tempo. Und sie versucht das jetzt in irgendeiner Art zu fressen. Da haben wir die Qualle. Ich mag die nicht. Und der hat richtig Spaß. Und jetzt zanken die sich auch noch um die Mülltüte da. Die Jungs haben Spaß. Aus der Nähe betrachtet konnte man das nämlich sehen. Naja, gehen wir mal weiter, weil mein Ziel ist nämlich der Steg. Das hätte ich beinahe vergessen zu filmen. Deshalb bin ich doch überhaupt mit euch hier los. Und der geht jetzt hinten bis zur Mole. Aber ich mache mir erstmal den Sand von den Füßen. Wie es sich in Polen zum Freistehen verhält, ist mir ein Rätsel. So wie wir gelesen haben, darf man es nicht.
Wir haben das aber mehrfach gesehen, auch mit Wohnwagen. Also hier vorne der Wohnwagen, der hat gestern sogar gegrillt und gekocht draußen. Tische, Stühle draußen, hinten steht ein Wohnmobil, das stand gestern schon da. Tische, Stühle draußen. Die haben hier auch die Fenster offen, gehen an den Strand. Also sind überwiegend die gleichen, die auch gestern hier standen. Als wir in Wieselka waren, war das ja auf dem kleinen Picknickplatz genauso. Ich weiß gar nicht, warum wir uns jetzt den Hype gemacht haben, weil Campingplätze zu suchen, weil wir das, wenn wir anreisen, ja eigentlich auch immer in der Regel so machen, dass wir auf Park-for-Night-Plätze gehen und keine Probleme eigentlich damit haben. Klar, tagsüber ist es wuselig, aber ich kann mir vorstellen, dass es hier abends ruhiger ist. Abgesehen vom geräucherten Fisch wollt ihr sowas wie Gulasch. Schaschlik ist hier ganz wenig, das war dann bei Swinemünde mehr. Habt ihr hier eigentlich immer so die Klassiker Pizza, Pommes, Kebab, die ihr hier essen könnt. Ja, und dann natürlich geräucherten Fisch in allen Varianten. Und jede zweite Fressbude hat Eis und Waffeln. So das typische Essen, was wir hier eigentlich essen wollten, die Piroggen oder so, ist hier in Dalovo eher die Seltenheit. Da musst du, glaube ich, hier von der Promenade ein wenig mehr in die Stadt rein. Aber trotzdem, satt wirst du hier und lecker sieht es auch aus und reichlich ist es auch. Und überall Retro. Spielzeug und in Kaugummiautomaten. Es ist nicht mehr so voll wie gestern. Man merkt, die Saison geht zu Ende. Wir haben 18.30 Uhr und noch immer 29 Grad. Ich habe es geschafft. Erster Schritt auf die Brücke und das Signal ging an, dass sie jetzt gleich aufgeht. Na, das will ich euch doch mal zeigen. Die schwenkt nicht, die fährt einfach nur auseinander. Die läuft auf Schienen und zapp, zapp, auf geht sie. So schnell geht das Männchen wieder grün, geht's auch wieder drüber.